Ja, wir sind ein Lehrbetrieb und bilden seit 40 Jahren Lehrlinge im Bereich Bodenbelag aus. Wir bieten nicht den reinen Paketlecker an, wir möchten den EFZ anbieten, weil im Bereich Bodenbelegger, Textil und Elastisch hat man die breite Ausbildung, wo Teppich, Textil, Linoleum, Korkbelag, auch der Parkett, der Holzboden, auch das Laminat, wo alles ineinander reinkommt, wo sehr vielseitig ist und sehr abwechslungsreich ist, damit zu arbeiten. In all den Jahren haben wir Lehrlinge ausgebildet. Das sind immer wieder ein bis zwei Lehrlinge im Jahr, also ein Erst- und ein Drittjahr-Lehrling am liebsten. Das passt gut zusammen, die können sich auch gegenseitig unterstützen. Wir haben auch Zeiten gehabt, wo wir in jedem Lehrjahr einen hatten. Im Moment fällt es schwer, dass wir Lehrlinge finden. Wir haben jetzt aber wieder ein Erst- und ein Drittjahr-Lehrling. Und das Schöne daran ist, dass wir im dritten Lehrjahr eine Lehrtochter haben. Was hervorragend macht, ist das erste Mädchen, das wir dürfen ausbilden dürfen. Und der Bodenleger ist ja auch schon ein bisschen typischer Männerberuf. Man darf aber schweizweit sagen, dass wir doch einige Lehrtöchter schon können ausbilden können. Und die machen das wirklich sehr gut. Die packen auch an und sind ebenbürtig mit den Männern in unserer Berufswelt drin. Und das erstaunt mich eigentlich, wie sie es machen. Und was schön ist, sie sind ein bisschen exakter noch, nehmen sich ein bisschen genauer. Und in den schulischen Fächern haben wir viel weniger Schwierigkeiten mit ihnen. Die nehmen das ein bisschen genauer als die jungen Bürste. Ich tue so zuerst reimen mit der Leimzahnung. Da muss ich jetzt aufnehmen. Gleich mehr auf sein Leimbild schauen. Dass ich überall schon schön Leim dran habe. Und dass es schön gleichmäßig aussieht. Mit einer Frau zusammen arbeiten ist wunderbar. Sie geben sich wirklich viel Mühe. Speziell bei uns ist sicher das, was ich gesagt habe, wir haben Schwergewicht auf eigentlich auf keinen speziellen Boden. Wir machen alle Belege, wir sind bei allen Bodenbelägen, die wir anbieten können, sind wir gut gefächert und sind gut ausgebildet. Und was sicher speziell ist, auch, dass wir noch einen Laden in dieser Form können anbieten können. Wir haben daneben zwei unsere Innendekorationsabteilung mit den Vorhängen, mit den Polsterarbeiten, die wir auch machen. Und so können wir eigentlich den Kunden abschliessend beraten. Wir können neben dem Boden können wir natürlich auch im Polsterbereich, Bettwaren, Vorhangbereich, also im ganzen Interieur, können wir Wohnungs-etwas anbieten. Daniela, meine Schwägerin, hat den Wohnberater gemacht und kann auf diesem Bereich oben auch den Leuten wieder sehr gut weiterhelfen. Ich bin tatsächlich durch das Berufswahl-Event auf der Beruf gekommen. Ich habe dort verschiedene Berufe angeschaut und nachher haben wir das gerade zugesagt. Ja, das Stringen ist eigentlich mehr zu tragen. Finde ich jetzt strenger als das Knäulen selber. Man sollte vielleicht ein bisschen einen Umgang haben mit den Maschinen. Vielleicht kann man es auch mitbringen, dass man mal ein bisschen mit einer Stichsäge schon mal geschnitten hat oder so. Ja, wir bilden leider keinen Lehrling aus. Vielleicht kommt es mal noch, dass wir Lehrlinge ausbilden in den Bereichen Innendekorationsnäherinnen oder Innendekorateuren. Wir haben das bis jetzt nicht gemacht. Wir haben vielleicht ein bisschen zu wenig Arbeit. Wir sind zwar sehr vielseitig in diesem Bereich, aber dass du den Lehrling dauerhaft beschäftigen kannst. Was interessant wäre eigentlich, sind in den Lehrstellen Innendekorateur mit Fachrichtung Bodenbelag. Wir haben jetzt gerade von einem Berufskollegen die Lehrtochter bei uns. Er hat einen Monat lang in den Kur müssen und jetzt haben wir sie übernommen. Und sie kann bei uns zusätzlich ein bisschen das Bodenlegen lernen. Und das hilft ihr dort auch wieder weiter. Und unsere Lehrlinge profitieren natürlich insofern davon, dass wir nicht einfach nur den Boden legen. Wir haben Freude an den Böden, die wir legen. Wir wollen am Schluss eigentlich dem Kunden auch etwas reinmachen, wo er auch Freude hat und wo er weiss, woher es kommt. So wird bei uns auch die Nachhaltigkeit der Produkte gross geschrieben. Du findest da innen nicht einfach den Standardware, die heute in jedem Duit angeboten wird. Wir probieren mit der Firma Bauwerk oder mit der Firma Edelholz Sachen anzubieten, wo eine Nachhaltigkeit gibt, wo wir wissen, woher es kommt, wie es produziert wird, wie das Holz auch geerntet wird. Und auch bei den anderen Bodenbelägen ist es wichtig, im Teppichbereich zum Beispiel, dass wir mit Schweizer Firmen wie Tiskat Yara ein Urnest arbeiten können, wo wir einfach wissen, woher es kommt, wo der Service und alles stimmt.
Und da, glaube ich, profitiert der Lehrling natürlich stark davon, dass es nicht nur einseitig ist, dass er immer die gleichen Produkte muss legen, die gerade im Moment ein bisschen Mode sind. Er kommt halt auch mit anderen Sachen in Berührung. Und das ist dann am Schluss auch eine saubere Bütze, wenn du fertig bist, wenn du rausgehst und nicht einfach der Baustelle, wenn du gehst. Also, da gehört es ganz dazu. Ja. Ein Lehrling muss für mich eigentlich Freude am Arbeiten haben. Das ist etwas ganz Wichtiges. Er muss können anpacken. Er muss aber auch ein bisschen Feingefühl zur Ordnung haben. Die Sauberkeit, ein räumliches Vorstellungsvermögen ist immer zu begrüßen. Das ist etwas, das heute nicht mehr so viele Leute haben. Schulisch gesehen muss er normal rechnen können, also lesen, schreiben, Deutsch und Grammatik. Das ist nicht in der obersten Stelle. Ein normaler Realschulabschluss ist absolut ausreichend. Wir bieten dem Lehrling im Gegenzug einen guten Arbeitsplatz. Er hat Möglichkeiten, bei uns auch in den Modellen, Arbeitsmodell zu üben, wenn er die praktischen Arbeiten muss sich aneignen. Und manchmal auch so Sachen, die auf Prüfungen hin vorbereitet sind, können sie ja nicht alltag im Geschäft machen. Und dann haben wir ein Modell bei uns, wo wir ihnen anbieten, wo sie können üben. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass sie sich hier auf die Prüfungsarbeiten speziell können vorbereiten können.